Liebe Genossinnen und Genossen, sehr verehrte Damen und Herren, sehr verehrte Gäste, Regierungshandeln ist Regierungshandeln. Zu diesem Satz stehe ich. Wir haben eine rot-rote Regierung, die nämlich handelt, den Koalitionsvertrag, der auf dem Parteitag der Linken und auf dem Parteitag der SPD mit überwältigender Mehrheit angenommen worden ist, umzusetzen. Und wir regieren eben nicht, wie es CDU oder wie es FDP will, sondern wie es rot-rot beschlossen hat. Zweitens, wenn wir davon reden, und das hat ja heute eine große Rolle gespielt, und Volkmann hat das dankenswerterweise gemacht, was ist denn sozusagen die Linke? Andere Politik, bezieht sich das bei mir natürlich auf die Haushaltspolitik. Und ich stelle einfach ein paar Fragen. Es geht nicht immer nur um Geld, es geht auch um andere Dinge. Wenn wir 2011 70 Millionen Euro mehr in den Haushalt eingestellt haben, aus denen wir eben bezahlen, mehr Kinderkrippnerinnen, Kindergärtnerinnen, in der männlichen Form natürlich auch, indem wir Lehrer eingestellt haben, indem wir das Geld für den ÖBS bereitgestellt haben, indem wir das Schüler-BAföG eingeführt haben. Man kann politisch immer debattieren, ob man das noch hätte besser machen können oder weniger, aber das sind Kernpunkte von rot-roter Politik. Und die finanzieren wir auch. Und die Debatte, die wir gegenwärtig haben mit den Eckwerten, wir haben klar und deutlich gesagt, an den Gesetzen, die wir auf den Weg gebracht haben, wird nicht gekürzt. Und es wird auch nicht an den Sozialgesetzen gekürzt. Das ist rot-rote Politik. Das ist rot-rote Kernpolitik. Und wenn man da nicht kürzt, wenn man akzeptiert, das ist die Grundvoraussetzung, aber selbstverständlich, alternativlos ist das Unwort des Jahres und wir haben immer als Linke und als PDS gesagt, Alternativen sind machbar, die sind immer machbar, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Wenn man aber das akzeptiert, dann muss man sich überlegen, gut, machen wir die Verschuldung dieses Landes weiterhin oder versuchen wir auch von der Verschuldung runterzukommen? Ich will euch einfach ein paar Zahlen nennen. Die Vorgängerregierungen, egal in welcher Farbe, haben für dieses Land Brandenburg in etwa Verbindlichkeiten von 18 Milliarden Euro aufgehäuft. 18 Milliarden Euro. Das ist fast das Doppelte eines Jahresvolumens eines Haushaltes. Und das kostet uns, das ist unterschiedlich, sagen wir mal zwischen 700 und 750 Millionen Euro jedes Jahr nur Zinsen, keine Tilgung. Wenn wir diesen Berg weiter aufhäufen, wenn es uns nicht gelingt, davon runterzukommen, dann nehmen wir uns einfach Politikmöglichkeiten weg. Und deswegen kann es nicht Sinn und Zweck sein, noch mehr Verbindlichkeiten aufzuhäufen, sondern zu versuchen, nach der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise möglichst schnell die Nettokreditaufnahme auf Null zu senken. Das hat nicht unbedingt was mit der Schuldenbremse zu tun. Das ist eine Selbsterhaltungsnotwendigkeit für die Politikfähigkeit eines Landes. Das ist zumindest meine tiefe Überzeugung, dass es anders nicht geht. Und dass man diesen Weg gehen soll. Und wir haben objektive Schwierigkeiten. Jedes Jahr bekommen wir etwa 150 Millionen Euro weniger. Das sind strukturelle Mindereinnahmen. Also entweder wir versuchen, das auszugleichen durch Einnahmeerhöhung, was wir gemacht haben. Wir haben die Grunderwerbssteuer erhöht von 3,5% auf 5%. Das ist fast die einzige Möglichkeit, die ein Land hat mit den Einnahmeerhöhungen. Und wir haben eben versucht, bei den Konsolidierungsvorschlägen so zu konsolidieren, dauerhaft, dass es natürlich schwierig ist. Das ist vollkommen klar. Es ist schwierig. Und 2012 wird das schwierigste Jahr, was wir haben werden. Aber wenn wir das schaffen, dann haben wir sozusagen fast schon einen strukturell ausgeglichenen Haushalt hergestellt. Und deswegen sage ich wirklich, wir haben bestimmte Sachen, stricken wir um. Wir machen eine andere Art von Förderung zukünftig, nämlich auf Darlehensfinanzierung, damit der Haushalt entlastet wird und wir nicht nur dauerhafte Zuschüsse geben. Das ist auch gut angenommen worden. Wir machen in bestimmten Bereichen weniger Neubau, stimmt. Aber wir sanieren und wir modernisieren und wir halten in Stand. Das ist genauso wichtig. Und wenn wir eben ein Haushaltsvolumen haben, was um etwa 2 Milliarden weniger sein wird in 2019, dann wiederhole ich, kann man selbstverständlich auch sagen, das interessiert uns nicht. Wir werden weiter die Nettokreditaufnahme erhöhen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es auch in eurem Interesse liegt. Wir haben jetzt eine Koalitionsvereinbarung bis 2014. Es liegt garantiert auch Interesse von Rot-Rot und auch von uns, die Voraussetzung zu schaffen, dass die nächste Regierung, und das wünsche ich mir natürlich, dass es wieder Rot-Rot sein wird,
dann auch bessere Voraussetzungen hat, bis 2019 Politik zu machen. Und Axel, du hast die Politik sehr stark angegriffen bezüglich des Finanzausgleichsgesetzes. Ich weiß, dass wir mit dem Finanzausgleichsgesetz nicht sozialistische Verhältnisse hergestellt haben. Ich weiß aber eins, das Land ist nicht in der Lage, die Steuermindereinnahmen auszugleichen. Und ich weiß zweitens, dass durch unser Finanzausgleichsgesetz, wenn du vergleichst, ob die Kommunen und die Kreise mehr Geld bekommen, weil wir dieses Finanzausgleichsgesetz haben, oder weniger bekommen, dann bekommen sie mehr. Sie bekommen durch das Finanzausgleichsgesetz mehr Geld. Sie bekommen nicht zu viel, weil wir nicht kompensieren können die Steuerausfälle, die wir nicht verursacht haben. Das Land Brandenburg kann nicht die Steuerausfälle kompensieren, die faktisch über die Verbundquote gezahlt werden muss. Und ich möchte noch ein paar andere Sachen sagen. Natürlich, das ist immer schwierig. Und Andreas, du hast das gesagt mit der Personalbedarfsplanung. Das ist für uns doch nicht lustig. Aber diese Landesregierung bildet wieder mehr aus, als je zuvor ausgebildet worden ist. Und sie hat versprochen, dass die, die wir ausbilden, auch übernommen werden. Das ist rot-rot in meinen Augen. Und dass wir die Residenzpflicht abgeschafft haben, was kein Geld kostet, das ist rot-rot. Das ist originäre Rot-Rot-Politik. Ich hoffe, ich nehme jetzt kein was weg. Und dass wir eben keine Polizisten mehr nach Afghanistan schicken werden, um dort auszubilden. Das ist brandenburgische Hoheit. Das ist rot-rote Politik. Und es reifen nicht alle Blütenträume. Das weiß ich doch auch. Ich möchte nur dafür werben, wenn man sich das, ich komme nochmal auf das kommunale Abgabengesetz zurück. Du hast vollkommen recht. Der Demografiefaktor hilft jetzt einmal sozusagen etwas mehr Geld zu bekommen. Aber wir haben doch neben dem Demografiefaktor eine Menge andere Sachen gemacht. Wir haben die Hauptansatzstaffel erhöht. Wir haben einen kommunalen Finanzausgleich gemacht. Und ich halte es für gerechtfertigt, dass die Kommunen, die viel mehr in ihrer Kasse haben, auch einen Solidarbeitrag leisten. Das ist das Grundprinzip von Solidarität. Der, der mehr hat, soll denen etwas abgeben, die weniger haben. Und wir haben es in diesem Jahr 2011 aus dem Landeshaushalt genommen, um sie nicht gleich zu überfahren. Wir senken den Ausgleichsfonds ab. Wir haben durch die Erhöhung der Grunderwerbssteuer über den 20-prozentigen Anteil den Kommunen tatsächlich mehr Geld in die Verteilmasse gemacht. Was stimmt ist auch, wir haben den Vorwegabzug noch nicht gestrichen, weil wir das gegenwärtig noch nicht hinkriegen. Wir haben uns bemüht, das abzuwägen für die Kommunen, für das Land. Wir haben als Rot-Rot einen Antrag in den Bundesrat eingereicht, der nämlich was mit den Finanzen zu tun hat. Wir wollen dort, und das ist Rot-Rot, das ist nicht Linke alleine, das ist Rot-Rot mit diesen Sozialdemokraten aus diesem Lande. Und das ist Landespolitik. Wir haben gefordert, dass wir eine andere Vermögenssteuer haben wollen. Wir haben gefordert, dass sozusagen der Spitzensteuersatz wieder erhöht werden soll. Das, was wir politisch, wir wissen, wir haben die Mehrheit nicht im Bundesrat, aber das, was wir politisch trotzdem artikulieren wollen, versuchen wir zu artikulieren. Und ich finde, das ist gar nicht so wenig. Habe ich noch? Eine Minute, gut. Also, eine Haushaltspolitik ist doch nicht nur wie Geld handhaben wie ein Buchhalter. Auch das müssen wir ordentlich machen. Das ist Finanzpolitik. Und Finanzpolitik setzt das um, was als Gesamtpolitik beschrieben ist. Und kein Koalitionsvertrag. Der Koalitionsvertrag gilt für diese Legislaturperiode. Aber wenn wir Politik weiter fortsetzen wollen, Rot-Rot, dann müssen wir darüber nachdenken, was wir von 2014 bis 2019 machen wollen. Und da kann man natürlich auch heute schon mit den Partnern, und das tun wir ja auch, debattieren, in welche Richtung zukünftig wir noch gemeinsam etwas mehr machen können, stärker machen sollen, vertiefen müssen, damit wir auch sozusagen bis 2019 generell noch mehr unter dem Augenmaß, was wir immer gesagt haben, sozial und solidarisch, mit Augenmaß. Und ich bitte euch wirklich, ich glaube, dass der Leitantrag, so wie er jetzt mit den ganzen überarbeiteten Dingen davor liegt, ein guter Leitantrag ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr ihn bestätigt, weil das natürlich dann auch wieder für uns wichtig ist, damit wir wissen, wo die Partei hin will. Und wir dem selbstverständlich auch immer positiv, absolut positiv gegenüberstehen. Dankeschön.